Hallo und schön, dass du reinschaust. Heute zeige ich dir in einem Tutorial diesen Tisch aus Butterbrotpapier und Packpapier. Eine total leichte, besondere Art zu basteln. Der Fisch kostet noch nicht mal 20 Cent. Vielleicht hast du als Auge noch zu Hause einen tollen Knopf oder eine tolle Perle. Du kannst ihn auf einen Holzständer arbeiten oder auf einen Betonständer. Oder ich zeige dir auch, wie man es verstärkt, damit du es aufhängen kannst. Und jetzt sage ich mal, genug geredet. Wir fangen an zu basteln. Und hier hängt jetzt der Fisch bei mir auch im Fenster, im Zweiter, mit einer Lichterkette an einem einfachen Ast. Nicht so gut zu sehen, aber so stimmungsvoll kann es denn sein. Und dazu habe ich auch noch die beleuchtete Laterne da hängen, die ich euch schon gezeigt habe. Und das ist jetzt meine Deko für den Sommer. Wir brauchen nun für unseren Fisch einen Flüssigkleber, eine Schere, am besten einen Zollstock oder Maßband, Butterbrotpapier von der Rolle, da kosten, ich weiß ja, zwischen 11 und 16 Meter gibt es die und die kosten 50, 60 Cent um den Dreh im Discounter oder im Drogeriemarkt. Und dann, wenn ihr zu Hause habt, das sind diese kleinen Drahtverschlüsse für Gefriertüten. Ansonsten einen dünnen Draht und dann einfach nochmal Verpackungspappe, die hebe ich mir immer auf, was weiß ich, von einem Hemd oder einem Schlafanzug, einer Tischdecke, was so drin ist. Und da brauchen wir nur ein bisschen Pappe, da brauchen wir nicht kaufen. So, wir machen uns ein bisschen Platz und müssen jetzt von der Rolle einen Meter abschneiden. Einen Meter brauchen wir. Ich lege das immer auf die Rolle drauf, mache mir einen Knick, wo wir bei einem Meter sind. Und dann kann ich das dann schon prima abschneiden. Einfach dann einen Knick hinein, wo wir einen Meter haben. Und dann schneiden wir es genau da ab. Ich zeige es nochmal näher. Ich habe jetzt einen Meter ausgezogen. Dann lege ich die Rolle drauf, lege sie übereinander bündig, mache mir hier einen Knick, klappt sie wieder auf und schneide ab. Dann knicken wir uns den Meter ganz vorsichtig einmal in der Mitte, nicht ausstreichen, nur so ganz vorsichtig, so ein ganz klein wenig. So. Dann markieren wir uns 30 cm schön übereinander und markieren uns 30 cm. Geht einfach, wenn ihr wollt, mit dem Daumennagel oder so. Muss man aber keinen Bleistiftstrich machen. Wir lassen es übereinander. Nur nicht ausstreichen, weil wir diesen Knick nur brauchen, damit wir Hälfte, Hälfte bekommen. Und dann müssen wir in der oberen Spitze anfangen und schneiden uns eine Pule hier unter. So ein Halbmond in der Tiefe von etwa 5 bis 6 cm und kommen dann bei der Markierung von unserem Nagel wieder raus. Einfach so eine Kuhle. So, jetzt knicken wir es wieder auf und jetzt müssen wir falten. Einfach von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten eher gesagt. In den Falten von 1,5 bis 2 cm, einmal vorne, einmal hinten, gut ausstreichen, immer auf der ganzen Länge und drehen uns dann immer wieder rum.
die ganze Länge durchfalten. Wie eine Ziehharmonika. Wir haben jetzt da auf ganzer Länge gefaltet. Wenn ihr minimal, aber nur an der oberen Kante übersteht, das ist manchmal nur so ganz, ganz wenig, wie hier, dann einfach mit der Schere so minimal abschneiden, aber auf gar keinen Fall unser Strick geschnitten ist. So, jetzt müssen wir das Ganze einmal ganz ordentlich in der Mitte falten, dass die oberen Kanten gut zusammen sind und nur ausdrücken, dass wir genau die Mitte erwischen. So, dann machen wir auf. Dann nehmen wir uns ein Drehchen von unseren Verschlüssen für die Gefriertüten, legen das drumherum und verdrehen uns das wirklich fest auf einer Seite, aber nicht so, dass das Papier eingequetscht wird. Schön verdrehen, nicht abschneiden, ein Ende nach hinten und eins dann nach vorne legen. So, jetzt ist es ganz gut, wenn wir Wäscheklammern haben. Es gehen die großen und auch die kleinen. Vielleicht habt ihr was zu Hause. Das geht am einfachsten. Wir müssen nämlich jetzt verkleben. Ihr könnt auch zur Probe erstmal aufmachen. Könnt euch das fertige Teil mal anschauen. Und jetzt müssen die Kanten miteinander verklebt werden. So. Jetzt müsst ihr nur hier vorne gucken. Bei der langen Seite lassen wir vorne 2-3 cm ohne Kleber. So, gut angeben, reicht eine Seite. Dann klappen wir uns das ein paar Falten zusammen, damit uns das nicht reißt, und legen es genau übereinander. Das ist wichtig. Schön übereinander. Vorne haben wir keinen Kleber angegeben, das soll ja ein bisschen aufgehen. Und jetzt nehmen wir die Klammern und klammern da uns 4-5 Falten zusammen, damit uns ja das Papier nicht einreißt. Das ist wichtig, dass wir da immer zum Verkleben mehrere Falten nehmen, die gehen ja nachher wieder auf. So, das lassen wir jetzt trocknen und dann verkleben wir komplett hinten auch. Und da lassen wir nichts offen, wir verkleben komplett und setzen uns auch dann die Hilfsklammern, damit das schön in Ruhe trocknen kann. Und so lassen wir es jetzt erstmal liegen, bis es komplett getrocknet hat, und dann kommen wir zu den weiteren Teilen. So, die Grundform vom Fisch ist fertig. Jetzt brauchen wir Packpapier, ganz normales von der Rolle. Und dann habe ich hier einen Streifen schon mal geschnitten und der ist 9 cm breit und 44 cm lang. Den müssen wir jetzt einmal in die Mitte falten. So, einmal in die Mitte. Dann nehmen wir am besten eine große Schere. Wo war sie abgeblieben? Und schneiden uns eine Rundung hinein. Und zwar, wir gehen an die offene Ecke und schneiden eine Rundung, die etwa 3 cm tiefer ist, bis in die Mitte. So. Dann klappen wir es auf und falten der Länge nach etwa 1 cm breite Falten, einmal rechts, einmal links. Ganz ruhig den ganzen Streifen. So, dann kommt der nächste Streifen. Der ist jetzt da 5,5 cm breit und auch 44 cm lang. Das war jetzt der verkehrte. Also, wir brauchen jetzt einen von 4,5 cm. Und 44 cm Länge.
Den kneten wir auch in die Hälfte. Und jetzt nehmen wir das Zuneteil in die Hälfte von dem Knick, setzen wir an und schneiden bis in die offene obere Ecke schräg ab. So. Und auch diesen Streifen knicken wir jetzt wieder auf und falten ihn 1 cm breit, einmal rechts, einmal links. Und das müssen wir jetzt, wie gesagt, bei beiden Streifen fertig machen und dann zeige ich es weiter. Der größere Streifen ist jetzt auch gefaltet. Wenn das unten am vorderen Seite so ungleichmäßig wird, einfach mal abschnitten, das macht gar nichts. So, dann gucken wir, wo die Zune-Seite ist. Unser Babykätzchen ist gerade da. Was willst du denn, hä? Hallo? Was machst du denn? Willst du jetzt auch mal hier drüber, hä? Willst du gucken? Hä? Nee, sag bloß. Hm? Willst du da mitmachen? Na, solange du nichts anstellst, dann bleibt da. So. Wie gesagt, einfach abgeschnitten. Dann nehmen wir die Zune-Seite, da gucken wir. Und dann können wir uns noch ein Mini-Muster reinschneiden in die offene, in die Falten. Aber nur minimal. Geht am besten mit einer großen Schere und einfach so eine Tränenform rausgeschnitten. So, ein bisschen auseinanderziehen. So, und dann wieder zusammenfalten. Nur das verknickt sich manchmal ein bisschen ineinander und das soll ja schön dann auseinanderfallen. So, du findest das lustig, gell? Das bewegt sich so schön. Gut, das ist jetzt das, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir einen Mini-Streifen noch vom Packpapier, der einmal in der Mitte gefaltet wird. So, so breit ist wie die Falte von unserem Vorderteil, etwa 3 cm breit ist oder lang eher gesagt, dann nehmen wir Flüssigkleber und kleben mal die ganzen Falten ein bisschen zusammen, wenn die Kube geht. So einfach so ein bisschen antupfen hier oben. So. Bestens geht das Ganze auf Backpapier, das kann man immer wieder benutzen. Dann wird die Unterlage nicht fest und es klebt aber auch nicht an. So, dann müssen wir einmal, damit wir ein bisschen mehr Auflagefläche haben und Stabilität, den kleinen Schnippel zusammenkleben. Dann geben wir Kleber auf den kleinen Schnippel außen. Und dann kleben wir einfach die Falten bisschen als Hilfestellung noch zusammen mit dem Packpapier. Und jetzt nehmen wir eine Klammer, Wäscheklammer, kleine Klammer, was ihr habt. Das ist jetzt von einem Geschenk, so ein Geschenkanhänger, und das lassen wir kurz trocknen. Den kleinen Teil hatte ich auch fertig geknickt. Das ist normal, dass das sich ein bisschen vorne verschiebt. Das müssen wir aber dann immer gerade abschneiden. So. Und das nehmen wir jetzt und kleben uns auch die Falten ein bisschen zusammen. Und noch ein bisschen auf die Seite. Und dann wisst ihr ja, wir haben den Fisch vorne etwas aufgelassen. Und da kleben wir das jetzt hinein. Müssen wir suchen. Wo war es? Hier war es. Und da kleben wir uns das jetzt hinein in die offene Falte. Schön hineinschieben. Zumachen. Und mit einer Klammer fixieren. So, das lassen wir jetzt erstmal. Das muss trocknen. Unsere kleine Flosse muss auch trocknen. Alibu ist da und wir gucken. So, jetzt kommen wir zum Teil von der Schwanzflosse. Da nehmen wir unser Packpapier einmal die ganze Länge. Und dann, jetzt ist er gerade vom Tisch gefallen. Und dann schneiden wir uns einen Streifen von
13 cm ab. 13 cm am besten. Rollt ihr auf, knickt genau bei 13 cm, schneidet euch den Knick ab und dann zeige ich gleich, wie es weitergeht. Dann fangen vielleicht mal die Katze an. Die findet das ja so interessant. Die findet das so interessant. Da ist sie wieder. Jetzt muss man doch runter tun. So, den Streifen haben wir geschnitten. Jetzt nehmen wir den und knicken den einmal der Länge nach genau in die Mitte. Ja. Und von der Zunenseite her 6 cm. 6 cm Zunenseite machen wir uns so ein Zeichen, am besten nur im Fingernagel. Und dann schneiden wir in einem Bogen, besten flach auf den Tisch gelegt, schön übereinander. Dann schneiden wir in einem Bogen bis zur oberen Ecke ab. So, das tun wir weg. Jetzt knicken wir auf. Und jetzt falten wir wieder so 1,5 cm breite Streifen, falten. Einmal rechts, einmal links, die ganze Länge entlang. Das Schwanzteil ist jetzt gefaltet. Wir schneiden wieder gerade ab. Das ist wirklich ganz wichtig dabei, gerade wenn wir es einsetzen wollen. Dann können wir noch ein feines Muster schneiden, wenn ihr möchtet. Legt schön übereinander und schneidet euch was raus. Aber höchstens ein Drittel von der Breite der Falten. Am besten geht es wirklich mit einer großen Schere. So. Manchmal geht es in der Mitte nicht, weil man einfach zu steif ist. Dann einfach so mal ein bisschen auffalten und nochmal nachgeschnitten. So, dann kann man es ja wieder nachfalten, aber man hat es Muster dann drin. Das wieder zusammen. Schön ausstreichen ist auch immer wichtig. So, dann brauche ich eine Hilfspappe. Einfach so eine Verpackungspappe. So breit wie unser gefaltet ist und etwa 4 cm lang. Weil es hat doch jetzt ein gewisses Gewicht und wir brauchen ein bisschen Unterstützung bei dem dünnen Papier. So, dann geben wir die Falten an. Und nach unten und dann kleben wir, nachdem wir den Pappestreifen einmal in der Mitte geknickt haben, damit er besser sitzt, um die Falten herum. So, das ist jetzt unsere Hilfe zur Verstärkung. So, wie gesagt, am besten immer auf dem Backpapier arbeiten, dann verschmutzt man den Untergrund nicht. Dann nehmen wir uns die letzte große Falte von unserer Schwanzflosse. Streichen komplett jetzt das Pappestück und setzen es dann in die Falte ein. So. Nachher kontrollieren wir dann, ob die Festigkeit mit einer Falte reicht oder ob es sinnvoll wäre, ich mache es jetzt schon mal zur Probe, noch eine Falte dazu zu kleben. So. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall wieder eine Klammer und lassen es so schön austrocknen. Dann ziehen wir uns den in die gewisse Form, die es haben muss. So, unsere Schwanzflosse, also unsere Flosse ist jetzt fertig, die wir noch einsetzen wollen. Und dann müsst ihr mal gucken, wie gefällt es euch am besten. Mögt ihr sie nach unten setzen? Es gibt so viele tolle Fantasie Fische und dann setzt man die ein oder nach oben oder einfach hier jetzt so darauf. Dann klebt ihr euch die fest, wie es euch am besten gefällt. Und dann zeige ich nach dem Trocknen noch das Auge und die Details. So, jetzt ist der Schwanz soweit trocken. Dann können wir in Form ziehen. Aha. Ihr seht, wie toll das wirkt. Nur mit so ein bisschen Papier.
Ich habe jetzt 3D meine Schwanzflosse oder Seitenflosse oben drauf geklebt. Der Mund. So, und jetzt habe ich die Halskleber angemacht, weil ich gerne noch ein bisschen ausdekorieren möchte. Natürlich braucht unser Fisch noch ein Auge. Das müssen wir über mehrere Falten kleben. Und da hatte ich hier aus Metall so eine Rosette. Da kann man vielleicht einen Knopf drauf kleben. Oder allein der Knopf. Das liegt dann bei euch. Oder noch so eine tolle Perle oben drauf. Ich mag es ganz gern so machen. Also auf jeden Fall die Rosette. Da kann man auch ein hellblaues Auge machen. Also finde ich ganz toll. Und das geht am einfachsten jetzt mit der Heißkleber. Wenn ihr das nicht habt, dann Flüssigkleber aufgeklebt und ein bisschen was draufgelegt. So einfach, dass es hält. Dann zeige ich euch jetzt, wenn ihr das auf dem Betonständer gern stellen wolltet. Ich hatte euch schon die Blumen gezeigt mit Betonständer, wie wir den macht. Das ist jetzt das nächste und dann könnt ihr es aber auch auf Holz stellen. Da habe ich euch schon den Osterhasen gezeigt, die Blumen, wie das einfach geht auf dem Holzständer. Und das ist jetzt das nächste. So. Den Knetbeton hatten wir jetzt da angerührt oder angeknetet mit dem Flüssigwaschmittel für die Küche, Spülmittel. Und dann habe ich hier verschiedene Förmchen. Da war mal Eis drin, Spaghetti-Eis, dann Tzatziki, was er so hat, Joghurtbecher. Und da muss auf jeden Fall einfach Pflanzenöl, da habe ich schon mal ein bisschen Pflanzenöl, Rapsöl habe ich hier genommen, das ist ganz egal, was er zu Hause hat. Und dann schön aufreiben, sonst kriegt das ganz schwer wieder raus. Alle jetzt mit Öl eingerieben. Könnte auch, braucht gar kein Pinsel sein. Ihr könnt auch ein bisschen Küchenpapier, Küchenkrepp nehmen, das geht eigentlich noch schneller. So. Und ich mache dazu das am liebsten mit Knetbeton, weil ich es noch ein bisschen verfeinern kann. Ich kann den Ständer mit dem Knetbeton einfach noch mal ein bisschen höher ziehen als mit dem Fließbeton. Einfach noch mal ein bisschen was reinkippen von dem Pflanzenöl und dann zeige ich euch, wie wir jetzt ganz einfach die Ständer machen. Ich habe dazu Äste aus dem Garten geholt. Wenn ihr nun mal keinen Garten habt, hat ja nicht jeder. Was auch toll geht, sind die dicken Schaschlikspieße aus Holz, die es im 1-Euro-Laden gibt. Ach, ich weiß gar nicht. 50er-Pack oder so. Was auch ganz toll aussieht, sind, wenn ihr vielleicht gern beim Chinesen essen geht, die Stäbchen. Die gehen auch bombig. Sieht echt cool aus. Könnt ihr auch dann in den Knetbeton mit einbringen. So, das sind jetzt meine Holzstäbchen. Die sind zwischen 15 und 20 cm lang. Das liegt bei euch, wie ihr das machen wollt. So, dann nehmen wir den Knetbeton. Schön nochmal in Hand kneten, wie so ein Ball, und hinein. So, geht wirklich total easy. Schön ausdrücken. Dann mal ein Stäbchen hinein. So, und natürlich dann nochmal dazugeben. Ihr könnt das auch mit dem Gießbeton machen. Das liegt dann ganz bei euch. Ja, was ich ganz gerne mache, man kann da noch eine Struktur reinmachen. So, man kann den Handschuh vielleicht mal ein bisschen nass machen. Ich habe dann immer so eine Dose mit Wasser noch stehen. Und kann das dann auch ein bisschen glatt ziehen, wenn man es ganz glatt haben möchte. Oder so eine Struktur. Dann klopft man einfach mit den Fingern so drauf und dann wird es so ein bisschen welliger. Das liegt bei euch. Dann nehme ich das immer und stelle es auf ein Tablett. Und dann kann es in Ruhe trocknen. Was ich auch ganz gern mache, ich zeige es euch nochmal. Erst nochmal die Grundlage. Becherchen ab hinein, festgedrückt in alle Ecken. Stäbchen hinein. So, noch mal eine Lage oben drauf. So. Dann kann man ganz toll einfach von dem Förmchen, die man zu Hause hat, vom Backen, Plätzchen backen, habe ich mir jetzt so das Herz genommen, das ist, was ich am meisten benutze. Und dann nehme ich einfach so ein bisschen Knetbeton auf die Hand, drücke mir das so fest. Dann nehme ich das Herz, steche es aus, mache rundherum das weg.
So geht es wirklich am einfachsten, dann habe ich es auf der Hand. Und dann nehme ich das und lege das da noch drauf. Und dann kann man das ganz toll noch dekorieren und hat dann auch so mal so einen extra Kick. Extra Deko-Teil mit dem Herzchen. Dann nehme ich ganz gern immer noch mal so einen Schaschlikspieß, so ein dünner, und arbeite mir das noch ein bisschen nah. Dann kann man sogar mit der Spitze noch mal was draufschreiben in das Feuchte. Immer ein bisschen Wasser noch dazu, dann wird es am schönsten. Kann dann kurz einen Namen reinschreiben. Home, Love, was ihr so wollt. Und dann habt ihr noch eine extra Deko dazu. So, und schon hat es geschrieben. So, das nächste, was weg kann zum Trocknen. So, dann wieder eine Lage. Die Becher, die größeren, waren natürlich nicht voll. So viel Ständer brauche ich eigentlich nicht. So, da kommt er wirklich schon mal weit mit dem Knetbeton, aber nett. Ihr seht ja, wie schnell wir den wieder angerührt hatten. Für ein paar Cent. Ja. Und dann mag ich ganz gern auch vielleicht noch mal so eine Struktur rein. Wieder so mit dem Stäbchen. Wie so eine Sonnenuhr vielleicht. Oder ein Tortenstück. Das liegt dann bei euch. Da kann man so viel machen. Kostet so gut wie nichts. Und man, das hat schon wieder eins fertig. Weg zum Trocknen. So, und jetzt kommt nochmal von dem Rest. Eins ins Größere hinein. Platsch. Und dann kommt das nächste Ständer. Und dann lassen Sie es auf jeden Fall 2 Tage trocknen. Das ist ganz wichtig. Und an einen Ort, der nicht kälter ist als 5 Grad, weil dann bindet es nicht ab. Also schön an einem warmen Ort, auch nicht zu warm, auch nicht auf die Heizung stellen, dann gibt es Risse. Und dann zeige ich euch, was man damit basteln kann. Wie gesagt, jetzt erstmal schön trocknen lassen. So, ihr habt gesehen, wie der Betonständer geht und habt euch vielleicht informiert, wie ich das sonst stelle. Auf Holz. So, wenn ihr jetzt hängen wollt, dann seid so lieb und macht euch noch eine Befestigung hinein, dass es besser hält. Und zwar einfach einen Streifen, so breit wie die, unsere Falte ist, so 1,5 cm etwa. Der ist 7 cm lang, den knickt ihr euch in der Mitte, gebt jetzt da Kleber an und setzt den in die obere Falte ein. Offene Seite nach oben und setzt den mal ein. So, nehmt am besten wieder eine Klammer, bis es ausgetrocknet ist. Und da könnt ihr dann prima einen Faden durchziehen und es reißt euch nicht weg. Das wäre ja schade drum. So, möchtet ihr es aufstellen, dann nehmt bitte eine Pappe, etwa 4 cm breit einen Streifen, der etwa 12 cm lang ist. Könnt ihr wirklich so eine Verpappungspappe nehmen. Dann Flüssigkleber oder Heißkleber, ist egal. Flüssigkleber müsst ihr nur wieder etwas drauflegen, bis getrocknet ist. Und klebt diesen Streifen in der Mitte von eurem Fisch einfach auf die Falten. Ihr zieht euch schön in Form, dass der Fisch wirklich prima ausgeformt ist. Wartet, bis das trocken ist. Und dann nehmt ihr euren Betonständer und klebt das einfach mit einem Klebestreifen hier hinten an das Ästchen dran. Und dann habt ihr einen stehenden Fisch. Das ist jetzt das nächste. Einfach mit Heiß- oder Flüssigkleber. Heißkleber geht halt am schnellsten. Drüber hingeklebt. Und dann an euer Ästchen dran. Und dann habt ihr einen ganz tollen Wackelfisch. Nochmal als Tipp, wenn die Schwanzflosse zu schwer ist und sie kippt euch zu sehr, dann machen wir dasselbe wie bei der Aufhängung, nur in 2 Falten. Wir machen uns Streifen in der Faltenbreite, knicken sie in der Mitte
und kleben uns das einfach ein mit der offenen Seite zur offenen Seite des Fisches hin in die beiden Falten, die sich an den Schwanz anschließen. So, einmal eingeklebt auf der Rückseite und dann stabilisiert das auch. Wenn es noch nicht reicht, wenn euer Schwanz noch zu sehr nach unten kippt, dann macht ihr das noch bei weiteren Falten. So. Und am besten dann auch wieder die Klammer angesetzt und dann hält das besser. Nur so mal als Tipp, vielleicht wollt ihr es auch anders haben, aber das ist so die Hilfsmöglichkeit, natürlich nach oben gehend einzukleben. Und hier hängt jetzt der Fisch bei mir auch im Fenster an zweiter mit einer Lichterkette an einem einfachen Ast. Nicht so gut zu sehen, aber so stimmungsvoll kann es denn sein. Und dazu habe ich auch noch die beleuchtete Laterne da hängen, die ich euch schon gezeigt habe. Und das ist jetzt meine Deko für den Sommer. Und so sieht jetzt unser fertiger Fisch aus. Ich habe ihn jetzt auf den Betonständer gestellt. Ihr seht, ihr könnt es gern hängen, die Falten noch ein bisschen verstärken. Dazu habe ich hier noch gezeigt die Betondeko, die Betonmuscheln, die man selber toll gießen kann mit den Originalvorlagen in Knete dann und viele andere Ideen noch in Papier, Butterbrotpapier und vieles findet ihr in meinem Kanal. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen und ihr schaut auch wieder mal rein. Ich muss gerade lachen, unser kleines Kätzchen, das hat jetzt Hunger. Also gehen wir mal füttern und ihr vielleicht basteln. Tschüss!